Moni, Mike, Servus. Markus, hey. Frank auch dabei, sehr gut. So, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Dennis, grüß dich. Oh, vielen Dank fürs Herzchen. So, schnell noch Nase putzen. Hallo Saskia. So. Nein, nicht so. Stoppuhr. So. Here we go. Neue Woche. Neuer Anfang. So, diese Woche starten wir mit einem Monday Classic Programm. Und zwar Intervall. Wir geben wieder mal richtig schön Gas. Dribbeln und schlagen, nur dribbeln, nur schlagen. In unterschiedliche Zeitintervalle. Und das soll dann so richtig schön intensiv werden. Natürlich heute inklusive Nachbrenner. Da arbeiten wir dann nochmal ordentlich am Stück. So, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal locker an. Wir gehen erst einmal in die Hocke und drücken erstmal die Knie auseinander mit den Ellenbogen schön über den Außenriss so ein bisschen drücken, sodass wir die Hüfte erstmal so ein bisschen mobilisieren. Dann geht's in den 90-90-Sitz. Das linke Bein, das linke Knie liegt außen, das rechte Knie liegt innen. Wir drehen uns zur linken Seite. Jetzt wechseln wir einmal durch. Das heißt, die Knie legen sich anders ab. Zur anderen Seite, Oberkörper dreht sich mit. Und das Ganze machen wir jetzt ein paar Mal hin und her. Sehr gut. Dann stellen wir den linken Fuß auf. Rechte Bein gestreckt nach hinten. Die rechte Faust sichern und der linke Ellenbogen geht zum linken Knöchel und wir ziehen nach oben auf. Und wechseln die Seite. Sehr gut, dann kommen wir einmal hoch. Ullis. Berühmte Übung aus der Laufschule, linkes Knie wird angehoben, nach rechts gedreht und die rechte Schulter dreht nach links. Also einmal links rum, einmal rechts rum. Das machen wir ein paar Mal. Super. So, dann kreisen wir die Schultern mal locker nach vorne. Nach hinten. Rechten Arm nach vorn kreisen. Dann nach hinten. Links nach vorn. Dann nach hinten. Und wir gehen in die Kampfstellung. 10-mal die Führungshand gerade, ich zähle mit und jedes Mal auf Zählen wird geschlagen. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Schlaghand, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, dann den Oberkörper links rumkreisen. Schön weit bei den Schlägen. Wenn wir dann gleich wieder schlagen, immer darauf achten, wir müssen noch, brauchen noch nicht explosiv schlagen. Wir kreisen rechts rum.
Ja, lasst euch Zeit beim Schlagen. Achtet darauf, dass ihr sauber schlagt, technisch sauber schlagt. So, und das gleiche machen wir jetzt mit der Hüfte. Links rum. Rechts rum. Und wir gehen zurück in die Kampfstellung. Führungshand auf der Tacke zum Körper 10 Mal. Ich zähle, jedes Mal auf Zahl wird geschlagen. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Wechselschritt. Wer möchte, kann ein paar Schläge mit dazu nehmen. Abstellung, seitwärts haken, Führungshand 10 Mal, ich zähle, ihr schlagt. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dribbeln und schlagen. Und es fehlen noch die Aufwärtshaken zum Kopf. Wir starten mit der Führungshand. Fertig werden. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir bewegen uns 2-3 Schritte vor und wieder zurück. Und zur Seite. Und im Winkel vor, zurück, rechts, zurück, vor, zurück, links, zurück, vor und so weiter. So, kurze Pause, Schluck trinken. Ich trinke auch mal einen Schluck. Guck mal, was da los ist hier. Safar Karaman. Tamam, tamam. Super. Michael Rüth auch dabei. Sehr gut. Ja, so. Und dann sind wir noch eine illustre Runde. Und dann starten wir mit 3x30 Sekunden
dribbeln und schlagen. 15 Sekunden Pause, so wie ihr das kennt. Wenn wir es dreimal geschafft haben, gibt es eine Minute Pause. So, wer das Ganze mit Gewichten machen möchte, kann das gerne tun. Gern auch ohne, dann schaffen wir ein bisschen mehr Frequenz. So, fertig werden. 3, 2, 1 und auf geht's. Dribbeln und schlagen. Richtig Tempo machen. Noch 15. 10. 5. 15 Sekunden Pause, tief atmen, Nase putzen. Freie Nase ist immer von Vorteil, wenn man tief atmen will. Fertig werden. 3, 2, 1, Feuer! Fertig werden. 2, 1, Feuer! Noch Tempo, 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 Tempo! Noch 15 Sekunden! 10! Minute Pause. Danach geht es dann weiter wieder. 3x 30 Sekunden. Diesmal allerdings nur dribbeln und oben die Fäuste zur Deckung. Puh. So, wie geht's euch? Alle noch fit? Noch 20 Sekunden, dann 3x 30 dribbeln. Nur dribbeln. Schöne, schnelle Füße. Nur ganz kurze Bodenkontakte. Und dann langsam fertig werden. 2, 1, go! Fertig werden. 2, 1, go! Dranbleiben! So schnell immer wieder dasselbe hintereinander sagen, ist gar nicht so einfach. Noch 10! Letzte, dann wieder große Pause. Fertig werden. 2, 1, go!
Tempo, 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 Tempo. 15. 10. 5. Zeit. So, schön tief atmen, dann nächster Durchgang, 3x 30, schlagen, nur schlagen. Bin ja immer wieder erstaunt, weil die ganzen Fitness-Gurus, die das Ganze alles immer online machen, wie die da durchhalten. Das ist schon eine ganz schöne Umstellung, wenn man es gewohnt ist, mit Menschen zu arbeiten. Dann immer nur vor so einem Kasten dann zu stehen und kein Feedback zu bekommen, wird langsam schwierig für mich. Wobei man ja bei den ganzen digitalen Trainern auch sagen muss, die meisten kennen es ja nicht anders. Ne? So, noch 10 Sekunden. Dann Endstand. 3x 30 Sekunden. Ballern! Fertig werden. 2 und 4! Noch 15, 10, 5, 2, fertig werden, 2, 1, Feuer! Fünfzehn! Zehn! Fünf! So, der allerletzte 30er für heute. Fertig werden. 2, 1, Feuer! Fünfzehn, zehn, fünf, Zeit. So, eine Minute Pause, dann geht's weiter mit 4x20 Sekunden dribbeln und schlagen. Ja, dann mit dem Feedback ist ja so eine Sache, ne? Ist ja nur nicht so, dass jeder immer wieder ankommt und nach dem Training sagt, wie es war, super, kacke oder wie auch immer oder so, lala. Läuft ja viel über nonverbales Feedback, ja, Gestik, Mimik, Haltung, Intensität, ja, so wie jeder sich reinwirft oder ob er nur so ein bisschen lasch mitmacht, daran kann man dann schon ziemlich viel ablesen. Und das fehlt jetzt hier in diesem Online-Ding natürlich komplett. Deshalb freuen wir uns immer wieder, wenn es Reaktionen gibt, Kommentare oder Daumen hoch, Herzchen. Das ist immer wieder schön. So, fertig werden. 4x 20 Sekunden dribbeln und schlagen und Feuer! Jetzt nur noch 10 Sekunden Pause, also effektiv nutzen. Fertig werden. 2, 1, Feuer!
Zeit! Noch zwei. Der Deck. Hups! Wo ist meine Uhren? Da. 2, 1, Feuer! Zehn. 5. Zeit. Einer noch, dann wieder große Pause. Fertig. 2, 1, Feuer. Schon mal sagen, wie es weitergeht. 4x 20 Sekunden nur dribbeln. Carsten, super, das freut mich, dass dir das Spaß macht, dass du da Freude dran hast. Hallo Marianne, Steffi, hallo Dirk. Ich bin kein Influencer, auf gar keinen Fall. Gaetano, grüß dich. Was, Bild ist futsch? Das kann nicht sein. Hier ist alles gut. Sehr schön. So, ich glaube, die Minute ist rum. Ah, 10 Sekunden haben wir noch. Dann geht's weiter mit Deckung zu und dribbeln. Fertig. 2, 1, go! Komm, 20 Sekunden schön durchhalten. Jetzt ist es noch 15. 10, 5, Zeit, 10 Sekunden Pause wieder, fertig, 2, 1, go! Zeit. Noch 2. Fertig. 2, 1, go. Tempo. 5. 5. Zeit. Einer noch, dann große Pause. Fertig. 2, 1, go. Oh, so langsam wird's mir warm. 10. Fertig. Ach ne, wir sind da schon durch. Ha, super. So, jetzt eine Minute Pause. War das schon 4? Meine Güte. So, dann geht's weiter mit Schlagen. Nur Schlagen. 4x20 Sekunden. So, geht's euch gut? Schickt mir einen Daumen, schickt mir einen Daumen, schickt mir einen Daumen! Jawohl, Teilnehmerzahl stabil, das ist schon mal sehr positiv. Nein, Olli, Training ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch genügend Zeit. Oh, danke, danke, danke. Eine Daumenflut und Herz sind noch dabei. Super. Damit sind wir dann auch gleich wieder motiviert für den nächsten Durchgang.
Fertig werden, nur schlagen, 2, 1, Feuer! Pause. Fertig. 2, 1, Feuer! Tempo, 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 Tempo! 10! Fertig. 2, 1, Fahrt! Fertig. 2, 1, Feuer! Letzte 20er! Geht's weiter mit 5x10 Sekunden dribbeln und schlagen. Ha, ja, Olli, wir haben sowieso alle Trainings immer noch in unserer Timeline online. Also man kann alles nachtrainieren, wenn man nicht ganz pünktlich ist. Man verpasst hier gar nichts. So, in 10 Sekunden geht es weiter mit 5x10 Sekunden dribbeln und schlagen. Langsam fertig werden. 2, 1, fahr! 5! Zeit! Nur 5 Sekunden Pause. Deshalb fertig und fahr! 5! Zeit! Fertig! Vor! Dribbeln, nur dribbeln. Schön Luft holen. Geht's euch gut? Ich hoffe ja. Immer schön dranbleiben. Tief atmen. Luft holen. Jetzt könnt ihr langsam was trinken. In 20 Sekunden geht es weiter. Mit 5x10 dribbeln bei geschlossener Deckung. 10 Sekunden noch. Fertig. 2, 1, go! 5,
2, 1, go! 5, 2, go! 2, wir gehen langsam die Luft weg. Go! Zeit! Go! Zeit! 1 Minute Pause. Dann 5x 10 Sekunden schlagen, nur schlagen. Kommt, bleibt dabei, bleibt dran. Ketten, beißen, quälen. Yes, Baby Marco, super. Olli, komm, dranbleiben. Frank, bleibt dran. Carsten, mitmachen, jawohl. Marianne, Steffi, Dirk, immer schön dranbleiben. Gaetano. Jawohl, Mirko, super, schön dranbleiben. Safa Kadaman, Micha, Anke, Dennis, Saskia, immer weiter, Mike, Moni, immer dranbleiben, immer weiter. So, in 10 Sekunden geht's los, im Stand, nur schlagen, fertig werden. 2, 1, fahr! 5 Zeit 4 5 Zeit 5 Sekunden dribbeln und schlagen. So, jetzt brauche ich auch mal einen Schluck Wasser. Wie sieht es bei euch aus? Noch genügend Flüssigkeit im Körper oder müsst ihr schon nachtanken? Hey Sascha, willkommen. Frankie ist am Ächzen, sehr gut. So soll es sein. So, das war mein Wasser. Dann werden wir uns mal sehr vielen herzlichen Dank für den Daumen. Da haben wir gerade noch gesehen. In 10 Sekunden geht's los mit 6x5 Sekunden dribbeln und schlagen. Fertig werden. 2, 1, fach! Zeit! 4 Zeit 4 Zeit 4 Zeit Zeit! Letzte vor der großen Pause. Vor!
Zeit! Minute Pause. So, wer ist noch am Ächzen, am Schnaufen? Ja, super, Modi. Sehr gut. Ich sehe dich förmlich vor mir, wie du dribbelst und schlägst und die Fäuste fliegen lässt und die Füße dribbeln, als wärst du mit nackten Füßen auf der heißen Herdplatte. So, in 30 Sekunden legen wir wieder los. 6 mal 5 Sekunden dribbeln bei geschlossener Deckung. Noch 20 Sekunden Pause. Noch 10. Fertig werden. 6 mal 5 dribbeln. 2, 1, go! Zeit! 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 Komm, dranbleiben! Letzte! Vor der großen Pause! Oh, go! Zeit! Eine Minute Pause. Dann! 6x5 Sekunden, schlagen aus dem Stand. Puh, ist genau der Kommentar, den ich hören wollte, Markus. Super! So, jetzt noch einmal. 6x5 Sekunden, Endstand schlagen. Nochmal härter. Nochmal schneller! Nochmal mehr! So, in 25 Sekunden geht es los. Danach zünden wir dann den Nachbrenner. Wir arbeiten dann nochmal 10 Minuten en bloc ohne Pause. Das heißt, das ist jetzt eure vorletzte Pause. Danach gibt es dann nochmal eine Minute und dann 10 Minuten keine mehr. So, langsam fertig werden. 2, 1, Feuer! Zeit! 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 Und der letzte! 2, 1, Feuer! Zeit! So, eure letzte Pause. Nochmal Zeit für einen Kommentar. Ich nehme die Uhr mal mit, dass ich die Zeit nicht verpasse. Ich trinke dann auch mal einen Schluck. Wow! Carsten! Ja, Radler Biergarten! Ja, hoffentlich kommen wir bald wieder. Heißt also nochmal alle schön diszipliniert sein, Regeln einhalten, sodass wir uns bald alle wo auch immer wiedersehen. Im Biergarten, im Restaurant, im Kino, im Theater oder hier bei uns im My Life Boxclub. Schön tief Luft holen.
So, die Pause wird noch mal ein wenig verlängert. Und dann zünden wir den Nachbrenner. So, dann warte ich jetzt noch mal eine halbe Minute und warte ab, ob genügend dabei sind für den Nachbrenner. Wer beim Nachbrenner mit dabei ist, schickt mir einen Daumen hoch. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Jawohl, schön dranbleiben. Alles schön aufschütteln. Nochmal einen guten Schluck trinken. Im Nachbrenner arbeiten wir, danke, immer minutenweise. Moni, ich hab's gesehen, sehr gut, du bist gleich doppelt dabei, super. Wir arbeiten im Nachbrenner minutenweise. Jede Minute gibt's was Neues. In der ersten Minute starten wir, super. Das sah aus wie Sascha, die Bilder sind so klein. Das müsste Markus gewesen sein, sehr gut. Ja, perfekt. Und Frank war es, glaube ich, auch. Perfekt. Die Schwagergang. So, jede Minute gibt es was anderes. Wir starten im Stand, gerade schlagen. Super, die Anzahl steigt nochmal. Gut, für den Nachbrenner sind nochmal ein paar eingestiegen. Ich komme wieder ins Bild. Wie gesagt, jetzt nochmal 10 Minuten en bloc. Wir starten mit Schlag, gerade schlagen im Stand. Eine Minute lang, findet also einen Rhythmus, den ihr durchhaltet. Eine Minute schön sauber schlagen im Stand. 3, 2, 1, auf geht's! Schön locker, flüssig durchschlagen. Eine Minute lang schön flüssig einschlagen. Löst den anderen ab. Wenn links zurückkommt, geht rechts raus. Wenn rechts zurückkommt, geht links raus. Noch 30 Sekunden. Danach dann für eine Minute locker dribbeln bei geschlossener Deckung. Noch 15 Sekunden gerade schlagen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Deckung zu dribbeln. Schön durchhalten. Ja, den Puls jetzt auf ein mittleres Level kriegen. Gar nicht mehr so hoch. Den hatten wir gerade schon ziemlich hoch. Schön ruhig atmen. Möglichst tief einatmen und ausatmen. Versucht mal noch so ein, zwei Sekunden länger auszuatmen, als ihr einatmet. Ihr werdet sehen, da geht dann plötzlich noch mal viel, viel mehr. So, noch 20 Sekunden dribbeln. Danach geht es dann wieder in die Kampfstellung und wir schlagen eine Minute lang aufwärts hacken. In 10 Sekunden geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Kampfstellung, aufwärts hacken. Wer möchte, kann variieren zwischen aufwärts hacken zum Körper und aufwärts hacken zum Kopf. Noch 30 Sekunden. Danach wechseln wir dann in den Wechselschritt bei geschlossener Deckung. Ja, die Füße wechseln schön vor, durch, ein Fuß nach vorn, einer nach hinten. Und dann der vordere nach hinten und der hintere nach vorn. Und beide Füße setzen bitte auf, gleichzeitig. Noch 10 Sekunden. Vier, drei, 2, 1, Wechselschritt. Gar nicht so hoch springen. Nur so, dass ihr gerade so abhebt vom Boden und dass die Füße nicht über den Boden schleifen, sondern ganz flach über
dem Boden schweben und wir nur ganz kurz den Boden berühren, weil kaum sind wir unten, gehen wir schon wieder hoch. Noch 30 Sekunden danach dann, ihr ahnt es und habt wie immer wieder recht damit, Kampfstellung, Seitwärtshaken. Eine Minute lang. Noch 15 Sekunden im Wechselschritt. Noch 10. 5, 4, 3, 2, 1. Kampfstellung, Seitwärtshaken. Ja, jetzt schön darauf achten, dass der Kopf in der Mitte bleibt und dass der Körper sich unter dem Kopf dreht. Komplett. Ja, alles dreht sich außer Füße und Kopf. Füße stehen fest auf dem Boden und Kopf hält die Mitte und behält das Gegenüber, den Gegner im Blick. Noch 30 Sekunden. Danach wird dann wieder gedribbelt. Bei geschlossener Deckung und wieder eine Minute lang. Wenn wir das hier durch haben, die Seitwärtshaken, haben wir schon 5 Minuten geschafft. Dann sind es nur noch 5. Und wenn wir die 5 Minuten geschafft haben, gibt es noch ein kleines Stretching. Und dann ist der Wochenbeginn schon geschafft. Deckung zu und dribbeln. Auf geht's. Auch hier wirklich nur ganz kurze Bodenkontakte und versucht zu dribbeln, wie die Katze schleicht. Leise. Ja, das gewährleistet dann, dass ihr über den Fuß abrollt. Also wenn ihr über den Fuß von vorne vom Zeh runter zum Ballen, dann seid ihr leise. Am Ende gleich mit dem Bein aufstampfplatt, dann wird es laut. Achtet darauf, dass der Hacken nicht den Boden berührt. Kurz bevor der Hacken den Boden berührt, geht es auch schon wieder hoch. Hebt der Fuß schon wieder ab. Schön flexibles Fußgelenk. Schön aus den Knien ziehen und aus dem Fuß drücken. Kampfstellung. Und für 20 Sekunden jetzt gerade schlagen. Wenn wir 20 Sekunden gerade geschlagen haben, schlagen wir noch 20 Sekunden Aufwärtshaken. Und wenn wir das geschafft haben, natürlich 20 Sekunden die Seitwärtshaken. Und dann geht es wieder in den Wechselschritt. Und auf geht's in die Aufwärtshaken. Selber mixen. Körper, Kopf. Noch 5 Sekunden Aufwärtshaken, dann geht's zu den Seitwärtshaken. 2, 1, seitwärts. Den Körper wieder unter den Kopf rotieren. Seitlich. Am Ende des Schlags haben Faust, Ellenbogen und Schulter die gleiche Höhe. Noch 5 Sekunden Seitwärtshaken, dann Wechselschritt. 2, 1, Wechselschritt. Nur ganz kurze Bodenkontakte. Versucht das Gewicht möglichst in der Mitte zu halten, nicht von einem Fuß auf den anderen verlagern. Ja, wenn wir das Gewicht in der Mitte haben, können die Füße unter dem Körper schön durchschaffeln und wir können die Frequenz variabel halten. Wenn wir das Gewicht immer von einer Seite auf die andere werfen, sind wir ziemlich lahm. Noch 20 Sekunden. Dann schlagen wir noch eine Minute im Freestyle durch. Alle Schläge bunt mixen. 5, 4, 3, 2, 1. Kampfstellung und locker, flüssig, alle Grundschläge durchgehen. Oder wenn er durcheinander kommt, alles Stück für Stück abarbeiten. Führungshand gerade, Schlaghand gerade. Führungshand aufwärts, Schlaghand aufwärts.
Führungshand seitwärts, Schlaghand seitwärts. Und so kommt man dann auch über die Minute. Die ersten 30 Sekunden haben wir schon geschafft. Genau jetzt, dann setzt du noch 30 Sekunden. Dann arbeiten wir in der letzten Minute noch einmal im 30-Sekunden-Takt. Denn wir dribbeln noch einmal 30 Sekunden und gehen 30 Sekunden lang in den Wechselschritt. Noch 10 Sekunden durchschlagen. Und die letzte Minute bricht an. 30 Sekunden dribbeln. Zehn, fünf und Wechselschritt. Die letzten 30 Sekunden laufen. Dann gibt es noch Cooldown, Stretching. Noch 20 Wechselschritt. Noch 10, 5 und Zeit. So, das war's. Ich stoppe die Uhr. Setzt euch, erholt euch und dann noch eine kleine Information für alle, die bei uns nicht Mitglied sind. Wenn ihr euch für unsere Arbeit ein wenig erkenntlich zeigen möchtet, dann werden wir jetzt regelmäßig immer wieder in den Kommentaren oder in der Beschreibung noch die IBAN-Nummer unseres Kontos einblenden. Es ist nicht wichtig, wie viel ihr zahlen möchtet. Macht das ganz von eurem Budget abhängig und ganz von eurer Wertschätzung. Wenn es euch wirklich gefällt, dann könnt ihr gern was spenden, in Anführungsstrichen, oder euch erkenntlich zeigen in Form eines kleinen Beitrags. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann ist es auch vollkommen okay, wenn ihr nichts dafür bezahlt. Und an dieser Stelle möchten wir uns dann auch nochmal ganz, ganz herzlich bei all unseren Mitgliedern bedanken, die weiterhin ihre Mitgliedsbeiträge zahlen und uns immer wieder auch ihre Wertschätzung mitteilen, wie sehr sie das anerkennen, was wir hier tun. Das ist nicht für jeden. Es gibt auch einige Mitglieder, die uns schon gesagt haben, es ist nicht so ihre Sache, vor einem Bildschirm zu tun, aber sie wissen es trotzdem sehr zu schätzen, was wir hier tun. Darüber freuen wir uns sehr. Die Lage ist natürlich nicht einfach für uns. Man hat immer wieder eine Mitgliederfluktuation. Zurzeit ist das leider nur sehr einseitig. Es gibt immer wieder gute Gründe, eine Mitgliedschaft zu kündigen. Man zieht um, man ist schwanger, man ist arbeitsmäßig immer mehr eingebunden, sodass die Freizeit immer weniger wird. Man ist gesundheitlich nicht mehr dazu in der Lage, weil die Schulter, die Knie, die Hüfte nicht mehr mitmacht. Es gibt gute Gründe, die Mitgliedschaft zu kündigen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass diese Kündigungen natürlich einflattern und wir der Kündigung natürlich dann auch stattgeben, allerdings dann aber die neuen Mitglieder nicht nachrutschen. Also es ist eine einseitige Fluktuation, es gehen Mitglieder, es können aber keine neuen kommen, wie auch. Deshalb macht sich das natürlich langsam bemerkbar und deshalb möchten wir dann auch der Fairness halber unseren Mitgliedern gegenüber euch die Möglichkeit geben, wenn ihr hier nicht Mitglied bei uns im MyLife Box Club seid, euch erkenntlich zu zeigen und
einen kleinen Beitrag zu zahlen. Wenn ihr die Trainings mitgemacht habt und wenn die Trainings euch gefallen haben, dann sehr gern. So, dann haben wir jetzt ziemlich lang geredet. Die Muskulatur ist dann doch schon ziemlich weit runtergekühlt und ist nicht mehr ganz so elastisch fürs Stretching. Deshalb lassen wir das jetzt weg. Schüttelt euch noch ein bisschen auf. Stellt euch nochmal 5 Minuten länger unter die warme Dusche. Genießt die. Das ist für mich dann immer der Höhepunkt nach dem Training. Eine schöne warme Dusche. Und dann lasst das für heute gut sein. Morgen früh um 10 geht es weiter. Diesmal wird Thorsten euch betreuen. Thorsten wird morgen früh das 10 Uhr Training übernehmen und leiten und euch entsprechend ins Schwitzen bringen. Habt vielen Dank für euren Enthusiasmus und für eure Kommentare und für eure Mutmacher. Wir hoffen, wir können euch auch immer wieder Mut schenken und geben. Und ich verabschiede mich dann bis morgen. Sehr gern, sehr gern. Olli, Dirk, Moni, vielen Dank. Mike, sehr gern. Hat mir super Spaß gemacht. So, endgültig. Tschüss.